Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Wikingerfreunde zu Kaltschuss, der Rache des Regengottes. Gut, nachdem wir jetzt endlich die Höhle der Offenbarung geschafft haben, mehr oder weniger, sind wir wieder im Hauptmenü und können mit der nächsten Mission beginnen. Also Kampagne, die Rache des Regengottes. Wir haben übrigens mittlerweile mehr als Halbzeit, weil ich habe noch mal nachgeguckt. Das Addon hat 7 Missionen und die ersten 4 haben wir hinter uns. Also 1, 2, 3, 4. Wir sind jetzt in 5. In Arizona. Die Wikinger treffen auf den unbekannten Gegner. Gucken wir mal. 12 Tage und Nächte zogen wir durch das wilde Land, auf geheimen Indianerpfaden, die uns der weise Mann gewiesen hatte. Am Tage richteten wir uns nach der Mittagssonne und in der Nacht nach dem Seefahrerstern. Je weiter wir nach Süden kamen, desto mehr wuchs in mir das ungute Gefühl, das mich nicht wieder verlassen hatte, seitdem es uns erneut an diese Küste verschlagen hatte. Dieses Gefühl einer drohenden, unbekannten Gefahr, als ob der Himmel uns auf den Kopf fallen würde. Wer mochten jene geheimnisvollen Angreifer sein, diese Anhänger eines Regengottes, von dem in unseren Liedern kein Wort berichtet wird? Nun, mit Odins Hilfe würden wir es bald wissen. Endlich erreichten wir das Dorf am See, von dem der Medizinmann gesprochen hatte. Doch was war das? Schon von weitem konnten wir Kampflärm hören. Eile den Dorfbewohner zu Hilfe und finde heraus, was geschehen ist. Ja gut, kriegen wir hin irgendwie. Aber erst einmal. So, das dürfte wieder angenehmer sein für alle. Und ja, das ist unser Hauptlager dann wohl. Welch eine Schande! Wir waren den weiten Weg gekommen, nur um zusehen zu müssen, wie die Anhänger des Regengottes ein weiteres Opfer fanden. Aber wir hatten nichts tun können. Der unheimliche Gegner war einfach zu stark gewesen. Torwart und Sir wollten es nicht glauben, was für ein leichtes Spiel die Fremden mit den Windländern gehabt hatten. Sie mussten gewaltige Krieger sein. So beschlossen wir, in den Ruinen am Ufer des Sees unser Lager zu errichten. Es war ein guter Platz und das Haupthaus des Seevolkes schien auch völlig intakt zu sein. Ja, Rächer des Seevolkes bereitete der Schreckensherrschaft der Regenkrieger ein Ende. Ach so, wegen den Kindern kann ich. Aber ja, wie kriege ich die zum Abzug? Achso, die Regenkrieger sind uns noch neutral. Zwischen uns und
Zwischen euch und meinem Volk herrscht Frieden. Oder herrschte Frieden. Okay. Auch gut. Jetzt ziehen sie endlich ab. Das ist auch gut. Ja, und ich hoffe einfach mal, dass das Seevolk ja, Ingi ist ein Junge. Achso, ja. Hafgrim ist Zivilist. Haben wir eigentlich einen Bjarni? Ja, Bjarni ist Kundschafter. Zum Glück haben wir recht viel Nahrung in dem Hauptlager hier. Weil wir müssen uns gleich um ziemlich viel kümmern. Und ganz ehrlich, dich machen wir mal zum neuen Kundschafter. Was haben wir denn alles so? Bauarbeiter, ja, Holzfäller und zwei Zivilisten. Ja, ich weiß, dass ihr hungrig seid. Deswegen geht ihr alle mal da unten hin. Und ich mache unsere beiden Zivilisten. Du bist Zivilist. Ja, ich weiß, dass ihr hungrig seid, deswegen gibt es hier ja Essen. Dass ihr was essen könnt. Ja. Nicht zum Träger, zum Bauarbeiter. Ja. Du auch ein Bauarbeiter. Gut. Also gut, die Regenkrieger haben sich nach da oben verzogen. Das Seevolk ist ausgelöscht worden. Okay, einen Lehmsammler können wir schon mal hier hinbauen. Und das hier sieht grün genug aus für einen Bauernhof. Forced out. No. No,
Okay, hier kommt da der Jäger hin. Jägerzelt und Holzfällerzelt. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall eine lange Mission mal wieder haben. Ich finde schön, dass ihr eure Arbeitsplätze nicht findet. Okay, Lehmarbeiterzelt ist schon mal fertig. Kundschafter sollte hier mal essen. Und du bleibst, wo du bist. Ich will dich nicht wieder verlieren, wie das letzte Mal die Wächter. Also was, Bjarni kann gleich Farmer werden. Und wen habe ich dann noch gehabt? Alf wird gleich Lebenssammler. So. Wir haben jetzt noch immerhin acht Bauarbeiter. Na, stimmt auch noch nicht ganz. Die beiden wurden noch nicht konvertiert. Jetzt sollten wir nur noch 6 haben, genau. Was wir halt jetzt schnell brauchen, ist der Lebenssammler. Also, dass der seinen Meisterbrief kriegt. Und wir wissen schon mal, wo die Regenkrieger sind. Schön, dass du Bauarbeiter erfunden hast. Okay, das sind schöne Wälder. Und ja, wir können uns auch einen Fischer leisten, auf jeden Fall. Ja. Da verheirate ich gleich schon mal Leute. Ein bisschen. Yeah.
können wir auch gleich den Werkzeugschreiner planen. Und die Schule. So. Ja, wie